Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, wir haben das letzte Mal die Forschungseinrichtung gemacht, erfolgreich das Buch daraus geholt und den nächsten Journaleintrag mitgenommen. Und jetzt haben wir uns mehr oder weniger auf dem Rückweg zur Base. Aus der Richtung sind wir gekommen. Wir sind aber natürlich durch den Wald hierher gelaufen. Mehr oder weniger durch den Wald, also so an der am Waldrand. Gehe jetzt noch ein Stück in die Richtung. Schauen, was das so ist. Auf jeden Fall jede Menge Loot, so wie es aussieht. Dann wird man vielleicht den Rückweg auf der Straße langlaufen, um noch ein paar Zombies zu killen, um noch ein bisschen Loot zu erhalten. Ich weiß nicht, wie viele Forschungspunkte mehr los sind, aber vielleicht so mit 500. Jetzt haben wir 650 Forschungspunkte, also. Ich schätze, wir können da mal richtig Gas geben mit Punkte ausgeben. Außer die wollen natürlich für den Motor oder was 500 Punkte oder so. Manchmal ist sie so langsam und dann schlägt die so einen schnellen Haken, oder? So, was bräuchte man eigentlich noch so Schönes? Wir könnten mal so ein Hausschwein mal sehen, oder? Hat man da schon zufällig was dabei auf dem Hinweg? Nö, das wäre noch die Krönung, aber sowas noch auf dem Heimweg auftreiben könnte. So, hier müsste ich so alles gelootet haben. Das Tier hatte ich abgeschossen, Ende der letzten Folge. Also sie waren mal übelst selten Adler, also musste man eigentlich immer alles mitnehmen. Sobald man einen sieht, muss man den direkt hinterher jagen. In dem Wald. Knöchel brechen, in Bären laufen. Hauptsache man hat dann den Adler oder die Eule bekommen. Aber jetzt scheint es hier echt des Öfteren zu geben. Das war ein Fuchs, der liegt da jetzt. Ne? Aber der Vogel würde mich auch interessieren, den ich jetzt hier höre, aber nicht sehen kann. So ein kleiner Sperling irgendwo. Aber jetzt nichts zu essen mehr, wirklich dabei, nur noch die Energieriegel und ja, die haut man halt ungern so auf den Kopf, die brauche ich, ja, für diese katastrophalen Hordennächte. Wo ist der Vogel? Er ist so klein, sitzt da hinter so einem Grashalm und lacht sich eins. Also der Bogen ist jetzt so gut, dass der Fuchs mit einem Schuss weg ist. Da ist ein Vogel. Soll er gewesen sein. Triffst du nicht, wenn er so eiert. Sehe nicht mehr. Wo ist er? Ist doch ein Stein, oder? Schieß mal drauf. Dann halt nicht.
Gut. Oder nehmen wir noch mit, wie immer. Na. Alter. Jetzt. Uhr schon. Also der Kreis um den Totenschädel, der, ja, tut immer so, als hätte man noch viel Zeit. Sieht aus wie 2 Uhr, wenn man auf den Kreis schaut, aber ist ja 2 Uhr nachmittags. Also, der läuft erst ab 12 Uhr los, so wie es aussieht, der Kreis. 12 Uhr mittags. Wieder irgendwo so ein Vogel, der mich auslacht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. So, wo ist er? Abgebrochen. Na komm. Jetzt. Nee, sehen tatsächlich nicht. Aber dich. Gut, natürlich die vollkommen falsche Richtung, was den Heimweg betrifft. Hallo, hier bin ich. Ist sie manchmal so verwirrt? Auch jetzt, die kann ja viel schneller laufen eigentlich, aber ja. Okay. Steine. Ich muss unbedingt noch ein paar Steine aufheben auf dem Heimweg. Ist denn das hier so ein Bauerngut oder was? Steht ein Windrad. Zaun. Wenn der Bogen dann auf 10 ist, ist mir nicht mehr aufzuhalten. Gut, wie sieht's denn aus mit Material? Kann man eigentlich schon nach Hause? Muss ich noch mehr farmen? 3, 4 Fallen würden schon mal gehen. Eisen ist genug da. Sticky sollte ich unterwegs noch ein paar mitnehmen. Wie immer. Gut. Warte. Der darf weiterleben. So. Hat sich's verdient. So, haben wir jetzt so einen Dünger gefunden für unser Beet. Dünger ja, aber nicht den Mist. So easy. Yes. So, Stickies, wie viel werden wir brauchen, um da was anzustellen zu können zu Hause? Also, ja. 100 Stück sollten es wahrscheinlich schon werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Einfach weggemacht. So. Ja, es gibt schon noch genug von diesen Büschen und große Wiesen, wo man das alles farmen kann. Aber der Weg zu solchen Wiesen ist halt, ja, weit. So, wie viel haben wir jetzt schon davon? 80, ja, läuft doch, oder? Da ist er, der Fuchs. Man hört ihn, aber ja, der steckt da so ein bisschen im Felsen. Der muss da jetzt bleiben. Ja, ist schon nice, ne, die Map. Ist das alles noch erreichbar da hinten? Ist ja Wahnsinn. Karte auf. Wo sind wir? Ja. Erst einen ganz kleinen Teil von der Karte gesehen. Gut, also Ziel von der Folge ist zu Hause ankommen und unterwegs noch ein bisschen was mitnehmen. Dass wir uns da schon mal wenigstens Elektrozeugs schon mal anschauen können, mal forschen. Habe natürlich keinen Plan davon, ist klar. Hab das ja noch nie gespielt mit dieser Update-Stufe. Das? Hallo? Ja. War da einfach da? Wo ist dein Freund? Hallo, die zwei bitte. Kommt doch eigentlich nicht allein, oder? War doch bis jetzt immer zwei. Oh. Ich dachte, ich hätte eine Ente gehört. Da oben. Ich habe noch keine Ente. Das ist der Rabe. Wo ist das Tier jetzt? Ja, für die nächste Upgrade-Stufe brauche ich halt das Hausschwein und die Ente. Das ist ein Sperling. Man hört sie. Ah. Da. Wichtig. So, was mich jetzt hingeschlagen bei der Jagd nach der Ente? Auf die Straße, die wir eh nehmen wollten, nach Hause, ne? Du denn? Egal. Munitionsverschwendung.
So, looten wir hier noch ein bisschen was. Eisenplatte, Eisenstück, Gummistück, immer Benzin. War es aber auch nicht so berauschend, dieser LKW. Hier Industriegelände. Wie viel Zeit haben wir? Wie weit ist das nach Hause? Ja, vielleicht werfe ich da mal einen Blick rein. Ein großer. Ja, und der hat das alles ein bisschen gehört, mehr oder weniger, und macht sich jetzt auf den Weg hierher. Also kann man die scheinbar so weglocken, ne? Aber jetzt muss ich natürlich wieder mit der hier rummachen. Ja, was soll's, früher oder später musst du ewig. Ausdauer aufladen. Ja, ich wusste schon, warum ich den erst nicht machen wollte. Ist schon ein bisschen nervig. Wie viel jetzt hier in die Richtung gelaufen sind. Nur weil hier ein bisschen Action war. Aber wir laufen jetzt scheinbar wieder zurück, so wie es aussieht. Das ist gut. So, und der Riese hier. Da ist nichts zum Looten. So, hier ist einiges los. Ich wollte nur mal einen Blick hier reinwerfen eigentlich. Ja, den Hüft muss ich jetzt schon auch mitnehmen. Ausdauer. Hallo, ihr könnt doch da drüber. So, wo das Game neu war, konnte man sich darauf verlassen, dass die immer da außen rumlaufen. Das war so mega easy, man konnte ja drüber springen. Dann sind die halt wieder das Ringende gelaufen, wieder hin, wieder her. Immer wieder. Jetzt wurde dem halt die Möglichkeit gegeben, die Hürde zu nehmen, ne? Was er nicht immer machen, so wie man gesehen hat. Gut, probieren wir es nochmal hier rein. Den Hirsch muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Was ist denn hier los? Die kommen jetzt aus dem Boden. Wird das gesehen? Ich denke mal, die Halle ist leer, läuft da mal so ganz gemütlich rein. Und dann, ja, ciao.
Ja, ein riesengroß da. You are dead. Ja, ist ja blöd jetzt. Safety mich das lassen. Der hat's gemerkt, die anderen noch nicht. Gut, was wird es hier drin geben? Ach Mann! Jetzt will ich noch mal ganz kurz hier die Location genießen. Nicht? Ja, ich werde schon leer machen müssen, so wie es aussieht hier. Komm raus, spart die Pfeile wieder. Ja, es sind eigentlich nur Holzkisten, ne? Die braucht ja keiner. Mann! Oh, den nehmen wir noch mit und den Felsen und dann ab nach Hause. P2 bitte. Uhr. Wie sah es zu Hause aus? Eigentlich müsste es ja ausreichend aufgewertet gewesen sein für die nächste Nacht, oder? Theoretisch müsste ich ja auch auf kurz auf knapp da nach Hause kommen können. Ich dachte jetzt hier Schelle für alle, aber nix. Stehen wir so 2 Meter voneinander entfernt und jeder so Punch, Punch und keiner trifft. Wie geil. Ja, okay, dann doch nicht nur Hose. Pläne ändern sich. Umso voller werden die Taschen. Genau, mal sehen, ob wir das Gelände noch schaffen. Keine Ahnung, wie groß das wirklich ist hier. Schade. Leider ist nicht. Uhr ist schon. Ist auf jeden Fall die Uhr im Auge behalten. Ich brauche schon noch ein bisschen nach Hause. So, schlut jetzt mal noch ein bisschen außen rum und dann schauen wir noch mal in die Halle rein. So, wir hatten vorhin geschaut, waren wir bei 650 Forschungspunkten, jetzt sind wir schon bei über 700 oder sowas, ja. Heftig.
Ja, Sekunde, Sekunde. Lass mich mal das Fass noch. Danke. Der war jetzt aber nett, oder? Ui. Deshalb, der wollte mich rauslocken in der Falle. Tja. Hinterhältig. Ja, das gehört zu der Location dazu, das muss ich auch noch mitnehmen. So, was hat nochmal so ein Riegel gebracht? Wo ist er? Da. 35 Leben, 10 Energie. Nehmen wir jetzt mal so ein Ding. Habe ich das alles? Nee, ne? Hier noch zwei Boxen. So, der Hänger ist nix, so wie es aussieht. Oh, man könnte aber schön hoch. Fluchtweg. Fühlt sich ja fast wie so eine Putze hier. Alles schön säubern. Könnt ihr hier rein? Nicht so wirklich, ne? Ich weiß es noch, wenn man da jetzt festhängt. So. Automaten zerstören oder irgendwas? Agieren damit? Nee. Die Halle ist auch voll, okay. Also hier wartet noch einiges auf dem Gelände, so wie es aussieht. Der läuft komisch. Ja, bin ich mal gespannt, ob es vielleicht doch mehr in der Halle gibt. Ja, da hinten hier die kleine Kiste. Die ist gut. So, aufgemacht. Ja, geht so. Nichts, was man jetzt unbedingt aufzählen muss. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Pfeile. Ich dachte, ich hätte hier wie wild um mich geschossen. Nix. Okay. Vielleicht bleiben die auch nicht so lange liegen, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier geht nicht auf. Das ist da außerhalb von dem Zaun, oder? Ja. Da ist sie ja schon. Die ist so schnell. Tür? Nö. Gebäude, was man gar nicht betreten kann. Dann ist das Gelände ja doch nicht mehr so groß. Da ist noch so eine schöne Kiste da oben drauf. Ansonsten gibt es hier wohl nichts, aber die Kiste ist schon, ja, braucht man nicht. Wie war das mit der Nahkampfwaffe? Ja, jetzt gerade hier noch ein Bedrängnis, jetzt gibt's sie ja nicht.
Ja, das ist noch ein bisschen langsam mit dieser, mit dem Baseballschläger. Puh, wieder neu sortieren. Ich denke, ich hatte hier jemanden abgeschossen. Nee? Okay. Egal, es sind halt ein paar Pfeile weniger. Hab ja gut gefarmt. Ach, die kommen nicht so richtig. Keine Ahnung, was ist das? Die haben alle im Boden gesteckt und jetzt sind die rausgekommen. Komme ich an die Kiste, ohne dass ich mit euch da rummachen muss? Ja, sieht so aus, ne? So, was ist da drin? Ja, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Wie so oft. Da ist noch Munition. Und da ist noch so eine Kiste. Okay. Eigentlich auch ein bisschen fies, so eine Position, oder? Die können ja nichts. Chillig. Okay, Pfeile. Ja, das ist ja mega easy. Wahnsinn. Gut, hebe ich das erstmal auf, wo das alles despawned her. Ist, wild um mich geballert. Gut, Inventar. Die Munitionsboxen lasse ich erstmal. Vielleicht passt das dann gar nicht mehr rein. 20 Uhr. Ich muss dann aber auf jeden Fall laufen. So viel zum, ja, die Uhr im Auge behalten, ne? Gut, schauen wir noch gemeinsam eine Brechstange. Ach, du Schreck. Brechstange. Steh jetzt neben. Passt das nicht mehr rein, oder? Alles nehmen. Der Mist bleibt liegen. Der Mist. Okay. Was ist das mal da? Kann man eigentlich nichts da lassen, oder? Ach doch, hier. Geht das nicht hier rein? Nein. Das ist aber blöd. Ja, okay. Dann. Wie war das? Fallen lassen? Geht wahrscheinlich nicht, wenn ich da drin bin, in der Kiste. So, alles nehmen. Munition passt auch nicht mehr rein, muss ich hier lassen. Okay, dann. Wird wahrscheinlich wieder stressig. Nächsten Folge schnell nach Hause kommen, Fallen checken und so weiter und so fort. Aber sei es drum. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Liken und abonnieren nicht vergessen. Wie immer, immer dasselbe Lied. Aber so ist es halt. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat, lasst einfach mal ein Like da. Ein Abo sowieso. Und dann sehen wir uns auch zur nächsten Folge. Ciao Leute.